Ja, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer vierten Biopsiekonferenz online. Und wir dürfen Sie alle ganz herzlich begrüßen. Unser Team ist wie immer startklar mit drei interessanten Fällen. Und wir werden gleich mit dem ersten Fall beginnen. Dr. Mund wird ihn vorstellen und dann geht's gleich in die Biopsiekonferenz. Viel Spaß. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Ich darf direkt im ersten Fall beginnen. Und es geht um eine junge Patientin, die sich im Themenkomplex Hypertonie dreht. Und wir haben eine Patientin, die sich eigentlich über ein externes Krankenhaus zu uns kam, wegen akuten Nierenversagen schon vor einer geraumen Zeit. Und die Patientin hat anamnestisch bereits seit mehreren Wochen an Luftnot gelitten, wo es sich ein bisschen aggraviert hat unter Belastung und wenn die Patientin flach gelegen ist. Und in den Tagen vor der Aufnahme kam es eben auch zu Übelkeit und Erbrechen. Wenn man sie jetzt genauer gefragt hat, wie das denn ist mit dem Blutdruck, kommt raus, dass sie eigentlich nur unregelmäßig gemessen hat, aber dass die Messungen doch schon häufiger mit Blutdruckwerten über 180 mm Hg einhergingen. Und wenn man genauer nachfragt, ob es dann möglicherweise Organkomplikationen gab, hat sie berichtet, dass es auch immer wieder zu Nasenbluten kam. Patientin ist in der Vorgeschichte her so, dass sie 2007 bei ihrem Kind eine Präeklampsie entwickelt hat und auch danach hypertensiv war, hat geraucht und war eigentlich eine Dauermedikation von Ramipril und Bisoprolol, ohne das Ganze wirklich zu evaluieren oder zu überprüfen. Insgesamt war die Patientin nur unregelmäßig beim Arzt und es gab auch keine Vorwerte bezüglich des Kreatinins. Wie sahen die laborchemischen Befunde aus? Wir haben eine Patientin, die war hyperkalien und hatte auch eine deutlich erhöhte Retentionsparameter. Sie sehen es hier, Kreatinin 13, Harnstoff 180. Phosphat, Parathormon war schon deutlich erhöht, auch die Patientin war deutlich anem, Normochrom, Normozytär, bedeutet, dass sicherlich auch schon eine chronische Komponente dabei war. Das ProBNP war deutlich erhöht, passt auch zu der Dyspnoe und der Aggravierung und den flachen Liegen. Das Uninsediment war unauffällig, war nicht richtungsweisend und seine milde Proteinurie gehabt von ungefähr 1,2 Gramm pro Tag. Immunelektrophorese und Autoimmunserologie waren ohne relevanten Auffälligkeiten. Wir sehen es hier schon an der Niere. Die Niere ist für das junge Alter der Patientin nicht nur mäßig gut abgrenzbar, sagen wir so. Auf der anderen Seite links sieht das Bild schon schlechter aus. Da hat man schon eine gewisse Hyperechogenität und eine unregelmäßige Konvolierung. Insgesamt wurde die Patientin dann weiter aufgearbeitet und man hat gesehen, dass sie echokardiografisch eigentlich für das, dass so lange schon Blutdruck besteht, nur eine milde LV-Hypertrophie besteht, die noch gut war von der Pumpfunktion. Und in der Fundoskopie hat man eigentlich keinen Fundus hypertonicus gesehen, sodass das ganze Bild nicht so ganz rund war und bei der jungen Patientin mit diesem nicht ganz klaren Bild sich dann doch für eine Biopsie entschieden hat. Ja, Sie sehen hier einen repräsentativen Anteil des übersandten Nierenpunktatzylinders. Und was schon in der Übersicht auffällt, ist, dass wir hier sehr viele dickwandige arterielle Gefäße haben. Es war lediglich ein nicht verödeter Glomerulus beurteilbar. Den werden wir gleich noch etwas bei stärkerer Vergrößerung uns anschauen. Hier in der PAS-Färbung, dieser singuläre, nicht verödete Glomerulus, subkapsuläre, die bindegewebige Nierenkapsel, atrophische Tubuli, eine interstitielle Fibrose und was hier dann auffällt, sind diese Gefäßanschnitte, die Sie immer wieder erkennen können. Diese Gefäße erscheinen teilweise obliteriert, zumindest was die Lumina angeht. Noch einmal in der Trichromfärbung dieser Glomerulus, der leicht hypertrophiert erscheint, ansonsten aber normozellulär ist. Wir sehen, dass die Kapselmembran verdickt ist und dass eine periglomeruläre Fibrose nachweisbar ist.
Der Kapselraum ist deutlich erweitert. Die glomerulären Basalmembranen sind gelegentlich etwas gefältelt als Zeichen einer glomerulären Minderperfusion. In der Nachbarschaft sehen wir arterioläre Gefäße, die wir uns bei stärkerer Vergrößerung anschauen wollen. Hier noch einmal dieser Glomerulus, hier die arteriolären und arteriellen Gefäße, hier ein Gefäß mit subtotaler Lumenobliteration, hier eine Arteriole, die ein komplett verlegtes Lumen erkennen lässt. In der Bindegewebsfärbung sehen wir, dass diese Gefäße erheblich wandverdickt sind, dass sie prominente Endothelzellen zeigen und dass wir hier eine fibromuskuläre Verdickung der Intima erkennen. Thromben oder Gefäßwandnekrosen sind nicht nachweisbar. Mittelkalibrige Arterien, hier eine Arterie von der Rindenmarkgrenze mit Intima Fibroelastose und erheblicher Intima Verdickung. Auch die Media ist deutlich verbreitert. Schauen wir uns die kleinen Gefäße etwas näher an, so sehen wir prominente glatte Muskelzellen und hier eine komplette Obliteration teilweise der Lumina. Dieses Gefäß ist hier mehrfach angeschnitten, das heißt, es hat in der dreidimensionalen Struktur einen korkenzieherartigen Aspekt durch die Nierenparenchymatrophie und die Nierenschrumpfung. Noch einmal Gefäßanschnitte mit kompletter Obliteration der Gefäßlumina. Wie gesagt, fibrinoide Nekrosen oder rezente Thromben haben wir hier nicht erkennen können. In der PLS-Färbung sehen Sie eine deutliche Endothelzellaktivierung mit Endothelzellschwellung in den Gefäßen, die noch gerade erkennbare Lumina zeigen. Noch einmal ein vergleichbares Gefäß in der Bindegewebsfärbung, in der Trichromfärbung. Sieht fast wie so zwiebelschalenartig aus. Daneben zeigen sich Gefäße, die hier eine mukoide Intima-Verquellung unterhalb der Endotheltapete erkennen lassen. Dieses Material ist, bitte mal das nächste, hier bei stärkerer Vergrößerung, diese mukoiden Veränderungen, dieses Material zeigt gleichfalls keine färberischen Eigenschaften von Fibrin. Bitte mal das nächste. Und ist PAS negativ, lediglich Alzianblau positiv. Deutliche Endothelschwellung und Endothelzellaktivierung. In der Immunhistologie war der Glomerulus komplett negativ. Das heißt, wir haben keinen Hinweis auf eine Immunkomplexerkrankung. Hier sehen Sie als Beispiele IgG und IgM. Die arteriolären Gefäßwände und teilweise auch die kleinen Arterien zeigten eine intramurale Positivität für IgM, C1q und gelegentlich auch minimal für Fibrin. Wir haben daher die Diagnose gestellt als Oberbegriff eine chronische TMA, wobei die beschriebenen Gefäßveränderungen am ehesten entsprechen dem Bild einer sogenannten malignen Nephrosklerose, die ich im Zusammenhang mit der langjährigen Hypertonie als sekundäre maligne Nephrosklerose bezeichnen würde. Es ist keine klassische akute TMA mit Fibrinthromben, mit Schistozyten in den Glomeruli, mit glomerulären Doppelkonturierungen, sondern es sind chronische Veränderungen, die praktisch ausschließlich die arteriolären Gefäße und die Arterien betreffen. Was ich anhand dieses Bildes, teilweise mit der zwiebelschalenförmigen Intima-Proliferation, definitiv anhand der Morphologie alleine nicht ausschließen kann, wäre zum Beispiel das Bild einer chronischen Sklerodermie. Die Frage ist, hängt das alles mit der Präeklampsie zusammen und
Folge der langjährigen Hypertonie, die dann letztendlich einmal maligne dekompensiert ist? Oder hat die Patientin vielleicht doch einen latenten Defekt im Regulationssystem des Komplements, sodass sie hier einen Dispositionsfaktor für die Entwicklung dieser Veränderungen hat? Also klinisch muss man sagen, die hat jetzt kein Bild von der TMA gehabt, laborchemisch, die hat nicht hemolysiert, die hat normale Thrombozyten gehabt, also das war jetzt nichts, was jetzt akut eine TMA widergespiegelt hat, haben sie auch gesagt, dass es eher chronische Veränderungen sind. Und wenn man anamnestisch fragt, hat die einfach langjährigen Hypertonus gehabt, der einfach schlecht eingestellt war, über mehrere Jahre, auch mit Werten über 180 und wahrscheinlich drüber hinaus. Und die Patientin hatte eine Gestose in der Vorgeschichte? Hat sie gehabt, 2007. Mhm. Daraufhin war auch sozusagen eine Hypertonie sozusagen, mhm, ja, aufgebaut oder sozusagen erst diagnostiziert worden. Wir haben es, weil es gefallen ist, schon bezüglich AHUS, TMA. Ich komme gleich noch auf der nächsten Tolle drauf, Richtung Transplantation auch noch weiter abgeklärt. Mhm. Vielleicht ganz kurz noch eine Ergänzung. Im Rahmen von der Hochdruckliga hatte ich mich mit geschlechtsspezifischen Differenzen in der Hypertonie beschäftigen müssen. Und das ist ganz interessant, dass doch viele, die eine Frauen, die eine Gestose hatten, später entweder einen Hochdruck entwickeln oder auch einen schweren Hochdruck entwickeln und der aufgrund des jüngeren Alters dann wieder doch eher unterdiagnostiziert ist. Also der Hochdruck kommt früher und ist schwerer. Würde ganz gut zu dem Verlauf auch passen. Und man weiß ja auch, gerade diese Präeklampsie-Patienten haben ein deutlich erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, genau, im Langzeitverlauf. Ja. Darf ich noch fragen, wir hatten, was uns etwas irritiert hat bei der Diagnostik, immer die Angabe P-Anker positiv. Hat, ja, sich das vorhin gezeigt, also die sozusagen direkten Antigene waren negativ, das waren Ankerblätter, glaube ich, von 1 zu 32. Ah, okay. Also das ist halt so, ich meine, die kam mit akutem Nierenversagen, wir haben sozusagen das breite Diagnostikumfeld abgefragt, der Immunfluoreszenzbefund war positiv und da wir ja immer unsere Pathologen vollumfänglich informieren müssen, haben wir das mit reingeschrieben, das hat aber wahrscheinlich damit nichts zu tun. Nein, man muss auch ergänzend sagen, sie hat auch kein frisches Sediment gehabt, das war eigentlich unauffällig, die hat ein bisschen Proteinuria. Ja, das hast du ja vorhin schon gesagt. Dann würde ich einfach mit der nächsten Folie weitermachen und auch so ein bisschen noch erzählen über die Patienten bzw. über die maligne Hypertonie. Bei unseren Patienten war es leider so, dass die Patientin weiter dialysepflichtig war. Und ich hatte es bereits erwähnt, die Patientin wurde dann im weiteren Verlauf gelistet zur Transplantation. Und unter diesem Mischbild TMA, Präeklampsie, AHUS, wo es auch mögliche genetische Veränderungen geben kann, wurde sie diesbezüglich auch weiter aufgearbeitet. Und da gab es von der Genetik bezüglich dem AHUS jetzt keine Auffälligkeiten. Ich möchte noch 2-3 Folien zeigen zur malignen Hypertonie. Im Endeffekt ist dieser Abschnitt hier das Einzige, was man in der ESC-Leitlinie findet über die maligne Hypertonie. Im Prinzip wird es beschrieben als schwere Hypertonie, sprich über 180, 110 mit entsprechenden Endorganschäden. Wir sehen es hier auf der rechten Seite, typischerweise die Niere mit eingeschränkter Nierenfunktion, milder Proteinurie oder Kreatininerhöhung. Am Herzen natürlich, wie bei unseren Patienten auch, die LV-Hypertrophie mit möglicherweise eingeschränkter LV-Funktion. Und am Gehirn natürlich ischämische, hämorrhagische Schlaganfälle, diese White Matter Lesions, Mikroblutung, insbesondere bei jungem Alter. Und natürlich, wie erwähnt, auch mikroangiopathische Verlaufsformen sind möglich. Und warum heißt das Ganze maligne Hypertonie? Im Endeffekt ist es ein bisschen ein historischer Begriff, weil es einfach die sehr schlechte Prognose reflektiert. Hier eine Demografie, 2-3 Folien über die Demografie von Patienten mit maligner Hypertonie. Wir sehen, dass es eigentlich eher junge Patienten sind, so zwischen 40 und 50 Jahren, die nicht immer eine Retinopathie haben, wie auch unsere Patienten, eigentlich nur in der Hälfte der Fälle. Entsprechend deutlich erhöhte Blutdruckwerte, entsprechend kardiovaskuläre Risikofaktoren. Und wir sehen es hier, dass eigentlich Patienten in den meisten Fällen schon vorbekannte Hypertonie hatten, auch entsprechend eingestellt mit Medikamenten. Die Endorganschäden waren entsprechend verteilt mit LV-Hypertrophie, Mikroalbumin und auch natürlich zerebralen Endorganschäden. Was macht man, wenn man so einen Patienten hat mit einer malignen Hypertonie? Muss man sich natürlich immer fragen, gibt es da eine kausale Ursache? Und hier sehen wir eine Übersicht über mögliche Ursachen, unterteilt in Kaukasier bzw. afroamerikanische Herkunft. Bei den Afroamerikanern sieht man eigentlich in den meisten Fällen keine Ursache für diese maligne Hypertonie. Was in seltenen Fällen vorkommt, generell ist die parenchymatöse Hypertonie bzw. die Hypertonie durch die Nierenarterienstenose, was bei Kaukasiern eher häufig vorkommt. Was hier noch erwähnt wird, ist eben Lakritz-Einnahme oder Abus, Kortisteroid-Aszess, Kokain oder Kontrazeptiva, die das auch mal auslösen können. Also man sollte nachgucken, insbesondere bei Kaukasiern.
Hier eine Folie über die Prognose, warum das Ganze auch maligne Hypertonie hat. Das heißt, wir sehen hier über die einzelnen Dekaden bis 5 Jahres überleben und wir sehen, dass natürlich eine deutliche Besserung in den letzten Dekaden eingestellt hat, aber dass natürlich früher das 5-Jahres-Überleben deutlich eingeschränkt war. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir jetzt deutlich besser sind, ist es schon so, dass mit einem Follow-up, so 5-6 Jahren, immer noch Patienten sterben und natürlich auch ein Viertel der Patienten dialysepflichtig bleiben oder auch eine deutliche Einschränkung in der Funktion haben. Das heißt, es ist immer noch eine schwere Erkrankung, die entsprechend behandelt werden muss und bei Patientengruppen, die insbesondere Kaukasien, noch weiter abgeklärt werden sollte. Damit wäre ich dann im ersten Fall fertig. Wir können gerne zur Diskussion übergehen. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Chat? Nein. Im Moment keine Fragen, keine Kommentare. Mich würde mal noch interessieren, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier haben, ob die Patientin eher eine diastolische Herzinsuffizienz oder eher eine systolische hatte, weil typischerweise ist bei Frauen, gerade bei schwerem Hochdruck, die Ventrikelsteifigkeit, die diastolische Herzinsuffizienz häufiger. Das kann natürlich auch systolisch sein. Das haben wir jetzt von also ganz genau, aber da war es nicht. Die Patientin war immer wieder deutlich hypertensiv. Werte sind anmäßig immer gefallen, systolisch über 180 aufwärts. Mhm. Aber die war natürlich auch in der Systole bei uns stationär bei 110 bis 120. Mhm. Und wie geht es ihr jetzt? Die Patientin ist noch dialysepflichtig und ist auch gelistet für die Transplantation und steht eben auf der Warteliste von Eurotransplant. Okay. Bitte vielleicht noch ein Kommentar, was die Sache mit der Transplantationsvorbereitung betrifft. Auch wenn es jetzt in diesem Fall offensichtlich keine Laborkonstellation gab im Verlauf, die jemals für eine TMA gesprochen hätte, lohnt sich es, glaube ich, bei Wartelistenpatienten mit der Diagnose maligne Hypertonie noch mal ein bisschen genauer zu gucken, ob nicht doch eine klassische TMA im Sinne von einem Aarhus oder einem Komplementdefekt vorliegt. Oft sind es Patienten, die eine lang zurückliegende Diagnose einer malignen Hypertonie haben. Und die Tatsache, dass sie zum Zeitpunkt der Erstdiagnose beispielsweise Thrombopen waren, dass sie eine LDH hatten, was ja durchaus auch zur malignen Hypertonie passt, geht oft unter. Und es haben verschiedene Zentren in Deutschland in den letzten 5 bis 10 Jahren ihre Wartelisten ebenso wie wir mal gescreent und dabei festgestellt, dass bei 10, 15 Fällen mit maligner Hypertonie doch der ein oder andere Aarhus dabei ist mit einem genetisch nachweisbaren Komplementeffekt. Vielleicht für die, die jetzt nicht so tief in der Transplantmedizin drin sind, was für Konsequenzen hat das Posttransplant, postoperativ? Es hätte möglicherweise zur Transplantation Konsequenzen, je nachdem, was für ein Komplementeffekt da ist. Es kann ein Autoantikörper gegen Faktor H sein, es können klassische andere Gendefekte mit Gain of Function oder Loss of Function vorliegen, die dann eben auch ein gewisses Rezidivrisiko von einem Aarhus im Transplantat bedingen. Was man dann mit... Was man möglicherweise frühzeitig behandeln muss nach der Transplantation, wenn ein Autoantikörper vorliegt, möglicherweise zur Transplantation oder vor der Transplantation, das muss gemonitort werden speziell. Also würden sich dann in so speziellen Fällen durchaus erhebliche Konsequenzen ergeben für den Patienten. Ja. Wird eine präoperative Nephrektomie durchgeführt? Oder ist der Hypertonus so weit unter Kontrolle, dass da postoperativ oder nach Transplantation nichts weiter zu befürchten ist? In dem speziellen Fall, Heiko, weiß ich nicht. Also wurde jetzt nichts durchgeführt, nee. Der Blutdruck war eigentlich einigermaßen gut einstellbar, sagen wir so. Es gibt seltene Fälle, also die Frage zielt auf die Arbeit von Herrn Frey aus den 90ern noch zurück, der mal eine Serie von nephrektomierten, schwer einstellbaren Hypertonikern an der Dialyse eben zeigen konnte, dass da der Blutdruck besser einstellbar ist. Ich glaube, heute ist es eher selten, dass wir noch nephrektomieren wegen einer nicht einstellbaren Hypertonie. Trotzdem sieht man immer wieder schwer einstellbare Hypertonus-Patienten an der Dialyse. Ja. Aber da spielt häufig auch das Volumenmanagement mit einer Rolle. Bevor das nicht wirklich gut abgeklärt und behandelt ist, würde ich eher nicht nephrektomieren. Außer es gibt noch andere Gründe für eine Nephrektomie. Ja, nochmal Rückfrage an den Chat. Nichts? Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Fall. Gehen wir zum zweiten Fall über und diesmal geht es um den jungen Patienten, auch mit familiärem Hintergrund. Im Endeffekt ist es ein Patient, der über eine externe Nephrologiepraxis zu uns gewiesen wurde. Dann wieder weiter. Der Patient wurde irgendwie bei der Blutspende abgelehnt, weil der Blutdruck zu hoch war. War dann auch irgendwie mal zufällig beim Augenarzt, da hat man gesehen, der Fundus Hypertonicus, also schon gewisse Endorganschäden durch einen Hochdruck, der besteht. Der Patient war eigentlich beschwerdefrei und hatte eigentlich keine Krankenhausaufenthalte, war sonst jung, fit, Mitte 20. Aber wenn man genau fragt,
war in der Familie schon irgendwas mit der Niere. Der Großvater hatte irgendeine Nierenentzündung, Nephritis wurde das genannt, ist aber auch schon früh gestorben, ohne dass man das weiter abklären hätte können. Und bei der Mutter liegt auch irgendeine Nierenentzündung vor, zumindest waren ein messischer Nierenwert erhöht bei der Mutter und die Mutter hatte auch einen Bluthochdruck. Der Patient kam dann zu uns, hatte schon deutlich erhöhte Nierenwerte, Kreatinin 2,8, Harnstoff 39. Wir sehen, wie bei der Patientin vorher, entsprechende Akkumulation von Phosphat, entsprechender sekundärer Hyperparathyroidismus, entsprechende Anämie, sodass auch hier eine chronische Komponente der Nierenfunktionsverschlechterung vorliegt. Die Autoimmunserologie war in dem Fall komplett unauffällig und das Urinsediment war in dem Fall nephritisch. Das heißt, wir haben eine gewisse Schädigung im glomerulären Apparat und wir hatten auch eine deutliche Proteinurie hier noch im subnephrotischen Bereich bei ungefähr 3 Gramm. Auch bei diesen Patienten, wie schon die laborchemischen Befunde es so ein bisschen suggeriert haben, haben wir deutliche Zeichen gesehen der chronischen Nierenschädigung, so ein bisschen gewellte Kontur, man sieht es auf dem Bild nicht so ganz, so ein bisschen hyperechogen Anteile, sodass entsprechend den Vorbefunden eine eingeschränkte Nierenfunktion vorlag, auch schon mit entsprechendem sekundären Hyperpara, der renalen Anämie und eben auch einer ursächlichen Hypertonie oder eben möglicherweise sekundären Hypertonie durch die renale Schädigung. Und aufgrund der Familienanamnese, des nephritischen Sediments und der eingeschränkten Nierenfunktion wurde der Patient dann nierenbiopsiert. Jetzt müssen wir weitergehen. Ich muss komplett durchklicken. Ist das der richtige? Auch hier sehen Sie zunächst eine Übersicht über den zunächst in der konventionellen Mikroskopie nur bedingt aussagekräftigen Nierenpunktatzylinder. Warum bedingt aussagekräftig? Wir sehen bereits einen ausgedehnten Umbauprozess. Alles, was hier blau ist, ist Bindegewebe, eine ausgedehnte tubuläre Atrophie und hier in diesem Übersichtsbild eigentlich nur 2 verödete Glomeruli hier im Randbereich. Vergleichbar die PAS-Färbung, eine recht ausgedehnte interstitielle Fibrose mit hier unterschiedlich dichten mononukleären Infiltraten und begleitend eine tubuläre Atrophie, nur vereinzelt noch erhaltene Tubulusinseln. Bei stärkerer Vergrößerung im Randbereich hier 2 Glomeruli, die nicht komplett verödet waren. In der gesamten Biopsie konnten wir zunächst 4 Glomeruli erkennen. 2 verödete hatte ich Ihnen bereits gezeigt. Also hier ein fortgeschrittener chronischer Prozess. Dieser Glomerulus, der im Randbereich einigermaßen beurteilbar ist, ist annähernd normozellulär. Hier ein Glomerulus, der eine Schlingenretraktion Richtung Gefäßpol erkennen lässt. Hier die beiden verödeten Glomeruli im Randbereich in der PAS-Färbung, ausgedehnte tubuläre Atrophie mit verdickten PAS-positiven tubulären basalen Membranen, immer wieder intratubuläre Eiweißzylinder, wie Sie das hier erkennen können. Der zweite nicht verödete Glomerulus im Randbereich zeigt einige wenige noch erhaltene Kapillarschlingen und hier sowohl hilusnah wie auch peripher segmentale Schlingensklerosierungen bzw. Schlingenvernarbungen. In der Immunhistologie haben wir versucht, natürlich diese beiden Glomeruli darzustellen. Sie sehen hier, dass zumindest in dem nicht verödeten und nicht sklerosierten Glomerulus keine signifikanten Ablagerungen von IgA, IgG nachweisbar waren. IgM und Komplement C1Q und etwas weniger C3C waren im Bereich des sklerosierten, segmental sklerosierten Glomerulus hier in segmentaler Lokalisation erkennbar. Nun, wir haben dann das gesamte Restgewebe in Anbetracht der negativen Immunhistologie und oder der unspezifischen Immunhistologie und
den klinischen Mitteilungen umgebettet für die Elektronenmikroskopie. Sie sehen hier einen ischämisch retrahierten Glomerulus im Semidünnschnitt mit periglomerulärer Fibrose. Bitte mal das nächste. Und dann diese beiden Glomeruli, die wir auch dann elektronenmikroskopisch untersucht haben. Ein Glomerulus hier in diesem Bereich mit einer, den ich umfahre, mit einer segmentalen Schlingensklerosierung. Hier noch einmal der nicht sklerosierte Glomerulus, der ansonsten keine signifikant proliferative Komponente zeigt und auch keine signifikanten, zumindest lichtmikroskopisch, keine signifikanten Basalmembranveränderungen. Bitte mal das nächste. Sind im Semidünnschnitt die Podozyten erkennbar und sind die verändert? Sind erkennbar. Gehen wir zurück. Mhm. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Podozyten, der hier der Basalmembran aufsetzt. Mhm. Ja. Auch hier ein Podozyt, der der Basalmembran aufsetzt. Im Semidünnschnitt und in der konventionellen Lichtmikroskopie keine signifikanten Veränderungen nachweisbar. Okay. So, in der Elektronenmikroskopie sehen wir eine segmentale Mesangiomatrix-Vermehrung mit nur diskreten, unspezifischen osmiophilen Einlagerungen. Hier das verbreitete Mesangium, hier die vermehrte mesangiale Grundsubstanz. Hier sehen Sie angeschnitten eine glomeruläre Kapillarschlinge mit Basalmembran, mit den Fußfortsätzen, die zumindest in diesem Ausschnitt annähernd normal ausschaut. Hier Kapillarschlingen mit erweiterten Kapillarlumina, Endothel unauffällig, Mesangium bzw. mesangiale Grundsubstanz ohne signifikante Ablagerungen. Hier sehen Sie in diesem Bereich Podozytenausläufer mit segmentalem Fußfortsatzverlust, den man auch hier in dieser Schlinge hier im Randbereich nachweisen kann. Auffällig ist, dass diese glomerulären Basalmembranen relativ dünn erscheinen. Die Lamina densa ist teilweise, Sie werden das nachher noch erkennen können, teilweise intakt. Keine Lamellierung, keine Aufsplitterung, kein sogenanntes Basket Wave Pattern an der Außenseite der glomerulären Basalmembran. Auffällig lediglich dieser Verlust der podozytären Fußfortsätze in segmentaler Lokalisation. Hier sehen Sie noch einmal zwei glomeruläre Kapillarschlingen von den beiden untersuchten Glomeruli. Auch hier die Kapillarschlinge oder die Basalmembran von annähernd normaler Struktur, aber sie erscheint im Vergleich zu dieser Seite hier etwas dünner. Bitte mal das nächste. Nun, die segmental sklerosierten Schlingenabschnitte zeigen hier vergrößerte Podozyten. Und hier eine Vermehrung, deutliche Vermehrung extrazellulärer Matrix ohne organoide Grundstruktur, also keine fibrillären oder filamentösen Ablagerungen. Bitte mal das nächste. Wir haben elektronenmikroskopische Basalmembranmessungen bei diesen Patienten dementsprechend durchgeführt und haben gesehen, dass wir ausgedehnte glomeruläre Basalmembranausdünnungen bzw. Verschmälerungen bis auf 85 Nanometer Dicke vorfinden konnten. Normalwerte bei Männern liegen in etwa zwischen 350 und 370 Nanometer. Bei Frauen sind sie deutlich dünner. Wir konnten daher als Diagnose stellen, wir sehen das Bild einer sklerosierenden Glomerulopathie mit vermutlich sekundärer fokaler Glomerulosklerose auf dem Boden einer Glomerulopathie mit dünnen Basalmembranen. Wir haben keine Veränderung der Basalmembran nachweisen können, die dem klassischen Alport-Bild entsprechen, also mit Aufsplitterung
der Lamina densa mit den unregelmäßigen Auswüchsen der Basalmembran an der Außenseite. Nichtsdestotrotz müssen wir in Anbetracht der prokaryoten Proteinurie, der positiven Familienanamnese und dem morphologischen Bild mit ausgedehnten dünnen Basalmembranen, müssen wir diese Veränderungen einordnen in das Krankheitsbild, was wir als sogenannten Alport-Komplex bezeichnen, wo wir vermuten, dass Mutationen in den Alpha-3, 4 und oder 5 Ketten des Kollagentyps 4, also des Hauptbasalmembran-Kollagens, vorliegen. Zur Erinnerung, das entspricht der im Augenblick noch aktuellen Klassifikation dieser Veränderungen, publiziert von Kashtan und anderen in Kidney International 2018, das klassische X-gebundene Alport-Syndrom, dann das autosomale Alport-Syndrom und das indigene Alport-Syndrom, wobei die Patienten mit dünnen Basalmembranen überwiegend in diese autosomale Gruppe hineingehören. Hier liegen im Allgemeinen Mutationen, Punktmutationen, Deletionen und so weiter der Alpha-3 bzw. der Alpha-4-Kette der glomerulären Basalmembran, des Typ-4-Kollagens der glomerulären Basalmembran vor. Und in solchen Fällen, wo wir ausschließlich nachweisen können, Veränderungen im Sinne dünner Basalmembran, sollte in jedem Falle eine genetische Untersuchung des Typ-4-Kollagens durchgeführt werden. Ja, vielen Dank, Rüdiger. Dann Heiko. Genau. Dann, ja. Ich habe noch eine Folie, beziehungsweise ein paar Folien über den Alport-Syndrom generell. Wir haben es schon erwähnt, meistens sind es Patienten, die eigentlich in der Kinderklinik diagnostiziert werden. Allerdings ist es auch Patienten, die erst in Erwachsenenmedizin auffallen. Natürlich hat man natürlich die langjährige Hämaturie mit entsprechendem nephritischem Sediment assoziiert mit entsprechenden Veränderungen, wo eben diese Basalmembran verändert ist. Natürlich am Auge, natürlich mit dem Lenticonus anterior als pathognomonisches Bild, Hörverlust durch Veränderung der Basalmembran im Innenohr und natürlich Veränderung an der Niere mit entsprechend Einschränkung der Nierenfunktion oder Proteinurie. Zusammen mit der Familienanamnese, wie bei uns Patienten, ist es dann sehr suggestiv für entsprechendes Alport-Syndrom. Und natürlich die Mutationen zum einen genetisch nachweisen, in der Hautbiopsie oder auch bei uns in der Nierenbiopsie. Wie sieht das Ganze klinisch aus? Wir haben es schon erwähnt bezüglich dem Vererbungsmuster. Natürlich sind die bei hauptsächlich 80-90% x-chromosomaler Vererbung die Männer insbesondere betroffen, die eigentlich immer eine Hämaturie entwickeln und auch die anderen Endorganschäden mit Hörverlust, Augenveränderungen auftreten und die eigentlich sehr, sehr früh dialysepflichtig werden. Auf der anderen Seite, ganz rechts, sehen wir sozusagen die x-chromosomalen Erbgang auftreten bei Frauen, die eben auch immer eine Hämaturie oder nahezu immer eine Hämaturie entsprechend Proteinurie zeigen und in der Regel später, aber doch Mitte der 40er, dialysepflichtig sind. Und da treten eben diese Endorganschäden im Gehör bzw. Auge selten auf. Was bei unseren Patienten möglicherweise vorliegt, ist dieses autosomal rezidiform, das heißt, die sind entweder homozygot oder compound-heterozygot. Das heißt, wir haben Patienten, die haben auch eine Henschbehämaturie, Proteinurie. Unser Patient hat jetzt nichts gezeigt von Hör- oder Augenveränderung. Und man kann es nicht sogar noch sagen, weil es relativ variabel ist, wann die eingeschränkten Nierenfunktionen haben und ab wann sie ungefähr dialysepflichtig sind. Insbesondere jetzt oder in den letzten Jahren hat sich zunehmend herausgestellt, dass ganz früh eine ACE-Hämatherapie eingesetzt werden sollte. Die Pädiater sind da insbesondere hinterher, insbesondere natürlich bei den Patienten, die Männer sind und x-chromosomalen Erbgang haben. Auch die autosomal rezessiven Formen sollten bereits im Alter von ein oder zwei Jahren mit dem ACE-Hämat therapiert werden. Die x-chromosomalen Frauen, beziehungsweise die autosomal dominanten, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, das sind heterozygote Varianten, bleibt Beginn einer Mikroalbumin. Und wichtig ist natürlich, wie auch bei anderen glomerulären Erkrankungen, Blutdruck, Einstellung ganz essentiell. Und insbesondere der frühe Einsatz eines ACE-Hämats
weil man weiß, dass die Eintritt der Dialysepflichtigkeit um 1-2 Jahrzehnte nach hinten hinausgeschoben werden kann, was ein deutlicher Erfolg darstellt. Hier eine kleine Übersicht aus dem Buch der Akademie Niere, wo eben der ACE mal ganz klar hervorgehoben wird als Mainstay der Therapie, alternativ AT1-Agonisten, Aldosteron-Antagonisten, auch zur Blutdruckeinstellung. Natürlich, wie bei anderen glomerulären Erkrankungen, hoher Blutdruck, Rauchen, NSAR, nephrotoxische Medikamente, Lebensstil, Salzkonsum etc. sollten alle mit einfließen. Dann hängt es natürlich ein bisschen ab, von ob eine begleitende Nierenerkrankung vorliegt, was für ein Genotyp vorliegt. Und man sollte die Patienten, insbesondere Patienten mit einer Fortschritt-Proteinurie, auch mit einem Statin behandeln, weil auch antifibrotische Eigenschaften eine Rolle spielen könnten. Und auch der frühzeitige Therapieansatz mit einem aktiven Vitamin D zur Behandlung des sekundären Hyperparathyroidismus sollte in Erwägung gezogen werden. Es gibt zwar noch keine Daten, aber natürlich SGLT2-Inhibitoren erobern die Nephrologie, sodass mutmaßlich auch beim Alport-Syndrom in Zukunft die Kombination aus ACE-Hämmer und SGLT2-Inhibitor eine Rolle spielen wird. Das wäre soweit der Abschluss des zweiten Falls und dann können wir gerne noch eine Diskussion anschließen. Ja, vielen Dank erstmal. Sehr, sehr schön auch aufgearbeitet. Haben wir eine genetische Untersuchung? Haben wir leider noch nicht. Ja, die steht noch aus, weil es sozusagen über ambulantes Setting ging. Da warten noch Ergebnisse. Aber wenn man so schaut, wenn man so schaut auf den Patienten, ich meine, er hat keine Augenveränderungen, hat keine Hörveränderungen. Insofern gehen wir mal eher so von einem automatisierten Abgang aus. Und in der Familie ist da? Die Familie war es so, dass der Großvater hatte eine Nierenentzündung, der ist allerdings früh gestorben, vor Eintritt der Dialysepflichtigkeit. Man weiß ja nicht genau, was da vorlag. Aber die Mutter hat es auch gehabt. Die war nicht dialysepflichtig, war ungefähr Mitte 50. Hat aber eine eigenständige Nierenfunktion gehabt und auch eine Hypertonie. Frage an Pathologen: Brauchen wir überhaupt noch eine Biopsie, wenn wir ordentlich einen Stammbaum gemacht hätten? Und eine Genetik, also heute liegen ja die Möglichkeiten auf dem Tisch, ohne den Patienten biopsieren zu müssen, dann hätte man möglicherweise eine Mutante gefunden, was übrigens auch nicht uninteressant ist wegen der Progressionsbeurteilung, wenn es eben Veränderungen sind, die eher für schlechtere oder ungünstigere Verläufe kodieren, oder braucht man doch die Biopsie? Oder? Ich denke schon, dass die Biopsie sinnvoll ist, denn wir wissen ja von anderen glomerulären Erkrankungen, die nichts mit dem Alport oder dem gesamten Alport-Komplex zu tun haben, familiäre IgA, Glomerulonephritis und so weiter, die ein vergleichbares Bild machen können, sowohl klinisch wie auch lichtmikroskopisch. Natürlich wäre dann die Immunhistologie hilfreich, aber es gibt andere familiäre Erkrankungen, die es abzugrenzen gilt vom Alport-Syndrom bzw. den Alport-Varianten und den unterschiedlichen Erbgängen. Also wahrscheinlich komplementiert sich die Diagnostik und ist nicht gegenseitig ausschließend. Gibt es im Chat Fragen? Ja. Da lesen wir Kollagendifferenzierung in der Nierenbiopsie. Ist grundsätzlich möglich, klappt aber nicht gut am fixierten Material. Deshalb machen wir das auch nicht routinemäßig, sondern wir bräuchten da natives Gewebematerial, entweder Hautbiopsie oder Nierenbiopsie. Wäre aber prinzipiell Kastan möglich. Und wäre prinzipiell möglich. Wird uns das in der Entscheidung weiterhelfen, in der Behandlungsindikation, Nein. der Beratung von Familienmitgliedern? Nein, das war nicht weil okay. Ich denke, in jedem Fall sollte man in solchen Fällen mit Rokertjens, mit sekundärer FSGS, mit positiver Familienanamnese und zunehmender massiver Proteinurie sollte man auf jeden Fall bei diesem morphologischen Bild eine genetische Analyse, also einen Versuch einer genetischen Analyse durchführen. Man kann sie nicht alle erfassen, weil es unzählige Mutationen im Typ 4 Kollagen gibt. Ja? Aber wenn positiv, wäre das sicherlich hilfreich auch für die Familie. Genau, man muss auch sagen, gerade die Pädiater sind immer hinterher, dass man natürlich auch Geschwister entsprechend untersucht. Aber natürlich gerade die frühzeitige Diagnose und auch die frühzeitige Therapie ist einfach entscheidend für die Eintrittsdiagnose-Wichtigkeit. Weiß ich, Herr Groß in Göttingen ist ja sehr interessiert und sammelt diese Fälle und von daher sollte man ihm da Material zukommen lassen. Frage an die Kliniker, etwas provokant. SGLT2, müsst euch augen. SGLT2-Inhibitoren
Also wahrscheinlich wären die sinnvoll. Wann würden man die denn einsetzen? Ich meine, früh oder spät, das ist jetzt ein Patient mit einer deutlich eingeschränkten GFR, weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt noch geben kann oder ob man es machen würde, bei einer reduzierten Dosis. Nehmen wir an, wir haben jemanden deutlich früher gesehen, können das auch genetisch, bioptisch und so weiter einordnen. Ja, nein, oder warten, was würdet ihr machen? Also formal hat es eine Zulassung für die chronische Niereninsuffizienz bis zu einer GFR von 25. Insofern ist sozusagen, weil man hat ja aus den Studien gesehen, dass gerade glomeruläre Erkrankungen und Erkrankungen, diabetische Nephropathie, hypertensive Nephropathie von profitieren. Insofern von meiner Seite aus klar, frühzeitiger Einsatz einer SGLT2-Inhibitors. Also ich meine auch, ich würde das auch frühzeitig geben, weil das tatsächlich eine Therapieoption ist, die man sich überlegen muss, die im Regelfall gut verträglich ist im Vergleich zu anderen Therapieoptionen, bei anderen genetischen Erkrankungen, nicht bei der jetzt. Und ich würde mich nicht davor scheuen, das auch frühzeitig einzusetzen, so wie man auch frühzeitig den ACE-Hemmer oder den angiotensin Rezeptorblocker dann eben einsetzt. Das wäre tatsächlich eine Option, medikamentös diese genetische Erkrankung. Heilen kann man sie nicht, aber zumindest in ihrer Progression zu verlangsamen. Gibt es weitere Fragen aus dem Chat? Aber wenn Sie Kommentare, Fragen haben, bitte melden Sie sich. Wir freuen uns auf jeden Kommentar und diskutieren den auch gerne. Das bereichert die Biopsiekonferenz ungemein, wenn Sie sich damit dran beteiligen. Gut, gibt es von euch noch Kommentare oder Rückfragen vom Pathologen an den? Die Biopsie war nicht so schön, ne? Nur 4 Glomeruli und 2 waren Flutsche, naja, oder? Das ist natürlich auch ein fortgeschritten umgebaute Niere gewesen. Danke für die Güte. Muss man berücksichtigen. Okay. Gut, dann würden wir weitermachen. Wir sind mit der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten mit dem dritten Fall. Genau, ich würde den dritten Fall vorstellen. Okay. Fallüberschrift: Patientin mit akutem Nierenversagen, vierte Lebensdekade, mit einer auf den ersten Blick, wir werden es ja gleich sehen, vermeintlich harmlosen Diagnose. Die Patientin kommt zu uns direkt vom Hausarzt geschickt mit nicht Verdacht auf, sondern eigentlich akutem Nierenversagen. In den Vortagen gemessen extern ein Kreatinin bereits im Bereich von 2,6 bis 2,7 Milligramm pro Deziliter. Aktuell jetzt dann bei Abklärungserstvorstellung bei uns ein Kreatinin von 2,48, also eine GFR von knapp 25 Milliliter pro Minute. Die Patientin macht eigentlich einen relativ fitten Eindruck bei der Erstvorstellung. Sie hat keine klassische Allgemeinsymptomatik, bisschen schlapp vielleicht in den letzten 2-3 Wochen, wie sie angibt. Sie hat kein akutes Infektproblem, der Urin schäumt etwas. Sie nimmt keine Medikamente, hat einen unauffälligen Untersuchungsbefund und sagt selber von sich, sie war bislang immer gesund, hat nie Medikamente eingenommen oder einnehmen müssen, auch keine Schmerzmittel. Sie hat bei der Erstvorstellung bei uns eine Proteinurie ein bisschen erhöht, 0,33 Gramm pro Liter. Urinprotein zu Urinkreatinin in der gleichen Größendimension ebenfalls leicht erhöht. In der Standarddiagnostik ist sie serologisch komplett unauffällig. Sie hat, was auffällig ist, eine sonografische Seitendifferenz der rechten zur linken Niere, 114 versus 83 mm bei ansonsten weitestgehend normal konfigurierten Nieren. Und es gibt von extern, da kommen wir gleich noch näher dazu, eine Szintigraphie mit einer verminderten Gesamtclearance, aber einer relativ ähnlichen Seitenverteilung mit einer gewissen Dominanz mit 56% von der rechten Seite. Die Anamnese, und eine Anamnese gibt es eigentlich medizinisch gesehen bei ihr relevant erst seit gut 6 bis 8 Wochen, davor wie gesagt nie krank, sagt eben von sich selbst eigentlich immer gesund, beruflich in der Landwirtschaft tätig, Hobby Pferde sozusagen. Es gibt tatsächlich Vorwerte, Laborwerte von 2019, da hat sie einfach mal einen hausärztlichen Check-up machen lassen bei Gesundheit. Da gibt es auch dokumentierte Retentionsparameter, die komplett normwertig sind. Und dann, bei ein bisschen genauer Nachfragen, kommt sie eigentlich gar nicht über den Hausarzt,
sondern sie war 8 Wochen zuvor bereits mit einem laut Entlassbrief in der externen Klinik schweren Harnwegsinfekt und da offensichtlich schon mit akutem Nierenversagen. Wenn man sich die Befunde durchguckt, ist eigentlich auch relativ unspektakulär, ist schon die komplette Nephrodiagnostik extern gelaufen auch, ist serologisch wieder unauffällig. Es gibt einen Sedimentbefund mit einer Leukozyturie und Leukozytenzylindern beschrieben, wenig Bakterien, der wurde als eben Harnwegsinfekt gewertet. Es gibt allerdings keinen Keimnachweis von extern aus dem Urikult. Man hat, aus welchen Gründen auch immer, das ist eine ganz nachvollziehbar gewesen, eine ÖGD, eine Echokardiographie gemacht. Die waren unauffällig, allerdings immerhin ein Kreatinin extern bei Aufnahme von 6,2. Allerdings einem überschaubaren CRP bei dem vermeintlich schweren Harnwegsinfekt beim Normbereich bis 5 von 43 Milligramm pro Liter. Patientin hat sich dann quasi so ein bisschen gegen ärztlichen Rat auch entlassen, hat bei Kreatinin bei Entlassung bereits fallend auf 5,4 gehabt und eine ähnliche Proteinurie wie jetzt bei der Vorstellung bei uns. Man hat den Harnwegsinfekt mit Ceftriaxon stationär behandelt, keine weitere antibiotische Behandlung bei Entlassung. Wenn man dann 2 Wochen weitergeht in dieser Anamnese, war tatsächlich auch externe nephrologische Vorstellung. Da hat sich dann auch noch ein Brief dazu gefunden mit gleichzeitig urologischer Vorstellung. Da hat man aufgrund der Größendifferenz offensichtlich auch ein CT-Abdomen noch urologischerseits gefahren. Da war ansonsten nichts weiter auffällig, also kein Konkrement, kein Harnstau. Und das Kreatinin beim externen Nephrologen weiter fallend. Zunächst auf 4,1 mit einem nur noch minimal erhöhten CRP-Wert, ähnlicher Proteinurie. Man hat eine Woche später nochmal kontrolliert, Kreatinin 2,9. Erneute serologische Untersuchung, Hantavirus war dabei. Also eigentlich das komplette nephrologische Spektrum war ansonsten unauffällig. Und dann in den nächsten 4 Wochen ist das Kreatinin nicht weitergefallen und so hat man sie dann mit einem Kreatinin von 2,5 Milligramm mit der Entscheidung zur Nierenbiopsie letztlich zu uns geschickt. Mhm. Darf ich noch eine Frage stellen? Medikamentenanalyse, vielleicht habe ich die übersehen. Komplett leer. Also auch keine Schmerzmittel? Keine Schmerzmittel, keine sonstigen Mittel, keine Nahrungsmittelzusätze. Mhm. Also war komplett unauffällig. Okay. Dezidiert keine nichtsteroidalen Antirheumatika. Und diese urologische Untersuchung, war die wegen vielleicht Koliken oder so irgendwas? Sie hat sich vorgestellt wegen nachlassendem Allgemeinzustand tatsächlich. Beim Urologen? Nee, der Urologe wurde bei Entlassung extern gebannt sozusagen, weil sie eine Größendifferenz hatte. Das wollte ich noch fragen. Genau. Und es weiter? Gab einen Ultraschallbefund von stationär mit einem fraglichen Harnstau ersten Grades. Aber wenn man jetzt mal die Nierengröße anguckt und miteinander vergleicht und die Sintigraphie dazu korreliert, war die Schrumpfniere, kann man ja schon fast sagen, sonografisch doch mit 46% noch mit dabei. Das ist genau, auch ein bisschen kurios, oder? Es ist kurios, ja. Also das passt ja nicht so ganz, da wird man eher weniger erwarten. Gut, Dankeschön. Okay, zur Biopsie. Wir sehen in der Übersicht, hier in der Trichromfärbung, mal den, vor allem Nierenrinde und schon der Übergang zum Nierenmark mit zumindest mal hier auf dem Anschnitt schon 3 Glomerulus-Anschnitten. Und was bereits jetzt auffällt, ist, dass wir eine interstitielle Faservermehrung haben. Das heißt, in dem Bereich... Nutzt den Laserpointer am Rechner, das ist relativ... gut dann zu sehen. Der ist unten links. Kannst du ihn auf dem Bild sehen. Gut. Jetzt. Genau, also danke. Dass wir schon im Interstitium eine deutliche Faservermehrung, hier der Raum zwischen den Tubuli, und was wir hier schon erkennen, ist ein mäßig dichtes Zellinfiltrat. Das wollen wir uns in der nächst höheren Vergrößerung anschauen. Wir sehen wieder hier die interstitielle Faservermehrung. Wir sehen atrophe Tubuli, hier mit den verbreiterten, unregelmäßig konturierten Basalmembranen und nicht atrophe Tubuli. Dazu noch 2 Glomeruli, die sowohl hier als auch in der nächsten Färbung, wieder in der Trichrom,
normozellulär mit einem schlanken Mesangium, also nicht signifikant verbreitet. Und wieder in der AFOG-Färbung fällt diese prominente Faservermehrung des Interstitium mit dem mäßig dichten Rundzellinfiltrat auf. Das ist der dritte Glomerulus, zeigt sich hier wieder unauffällig, normozellulär, ohne verbreitetes Mesangium. Und hier sehen wir, dass das Entzündungszell- oder das Rundzellinfiltrat vor allem besteht aus Lymphozyten, Monozyten, aber auch einzelnen Plasmazellen, die hier immer wieder abzugrenzen sind, was wir in der HE-Färbung später noch etwas besser erkennen. Der Glomerulus nochmal in der AFOG-Färbung, also in der Trichrom-Färbung, verbreitetes Mesangium und unser Rundzellinfiltrat. Hier sehen wir wieder zum einen atrophe Tubuli und im Vergleich dem nächsten Bild nochmal nicht atrophe Tubuli, die auch neben den Tubulusepithelzellen hier zwei Lymphozyten im Epithel aufweisen. Das heißt, wir haben auch eine Tubulitis und nicht nur eine interstitielle Entzündung. Nun zur HE-Färbung, um dieses Infiltrat etwas besser zu charakterisieren. Wir sehen hier wieder unsere Lymphozyten, Monozyten und hier mit dem exzentrisch gelegenen Kern und dem ausladenden Zytoplasmasaum Plasmazellen. Die finden sich zum einen in der Nierenrinde, aber auch im Nierenmark. Das ist jetzt einfach die Übersicht des Nierenmarks mit einem recht dichten Infiltrat. Mit einer etwas höheren Vergrößerung. Und hier wieder mit tubulitischen Läsionen. So, dann nochmal in der HE-Färbung. Wir haben einzelne eosinophile Granulozyten, also nicht vermehrt Nachweis, die zum Beispiel dann ein Hinweis wären auf eine medikamentös assoziierte interstitielle Entzündung. Und hier wieder unsere zahlreichen Plasmazellen. Hier sieht man gut den ausladenden Zytoplasmasaum. Ein weiteres Bild mit tubulitischen Läsionen und unserem interstitiellen Rundzellinfiltrat. Und noch zum Ausschluss eines glomerulären Prozesses, die Immunfluoreszenz. Wir sehen in den Glomeruli keine spezifische Positivität. Wir haben aber ergänzend uns die Plasmazellen angefärbt. Zum einen nicht abgebildet jetzt MUM1 und IgG4. Wir sehen in einem hochauflösenden Gesichtsfeld, was ungefähr diesem hier ausgeschnittenen Bereich entspricht, sehen wir, dass bis zu 20 IgG4-positive Plasmazellen abzugrenzen sind. Weiteres Bild mal hier. Die liegen teilweise aggregiert zusammen. Also nicht nur diffus verteilt, sondern in kleineren Nestern. Drittes Bild zeigt auch nochmal so aggregiert liegende Plasmazellen. Zusammenfassend ist unsere Diagnose eine aktive mononukleare interstitielle Nephritis mit Tubulitis. Und wir haben in den Raum gestellt eine IgG4-assoziierte autoimmune interstitielle Nephritis. In den Raum gestellt deshalb, weil das histologische Bild alleine nicht beweisend ist. Man hat teilweise Veränderungen. Das ist jetzt ein Bild, was nicht diesem Fall entspricht, sondern aus der Literatur. Wieder sehen wir dieses dichte Infiltrat, plasmazellreich und was noch auffällt in der Trichromfärbung, das nennt man dann storiforme Faservermehrung, die teilweise noch sehr viel ausgeprägter sein kann, als jetzt in unserem Fall, den wir vorgestellt haben. Auch wieder hier in dem Fall aus der Literatur, diese aggregiert liegenden IgG4-positiven Plasmazellen. Kurz zur Erinnerung, die 2019 veröffentlichten Klassifikationen zur IgG4-assoziierten Erkrankung. Wir brauchen zunächst einmal klinisch-radiologisch die Beteiligung eines typischen Organs als Einschlusskriterium. Dann gibt es eine ganze Reihe an Ausschlusskriterien, zum Beispiel der Nachweis von ANCA oder von Proteinase 3-Antikörpern, die dazu führen, dass diese Patientin auf keinen Fall als IgG4-assoziierte Erkrankung klassifiziert werden sollte. Und letztendlich gibt es Zusammenschau, Histologie, Klinik, ein Punktesystem, was abgearbeitet werden sollte.
Zu den Organmanifestationen kurz zur Erinnerung. Die häufigsten Manifestationen sind eine Pankreatitis, eine sklerosierende Cholangitis, eine Sialadenitis, dann noch bekannt natürlich die retroperitoneale Fibrose, aber auch Lymphadenopathien, das orbitale Pseudolymphom und Pseudotumoren in multiplen Organen, die natürlich eine wichtige Differentialdiagnose zu malignen Erkrankungen darstellen. Gut, ich mache weiter mit einem Übersichtsdia, wie der Fall über ein Jahr gelaufen ist. Und das ist ein Dia, das eigentlich für sich spricht, das man auch natürlich gerne präsentiert. Die Patientin ist auf Basis, sagen wir mal, sehr überschaubarer Evidenz bis nicht vorhandener Evidenz behandelt worden. Und die IgG4-assoziierte Erkrankung, wir sind zunächst mal davon ausgegangen, dass es das ist, weil wir eine potenziell IgG4-assoziierte interstitielle Nephritis haben, ist sehr gut ansprechbar auf Steroidgabe und zwar auf relativ auch überschaubare Mengen an Steroid, also keine hochdosierte Steroidtherapie. Das ist auch eines der Inklusionskriterien in die Diagnostik. Ist das Ansprechen, Nicht-Ansprechen auf Steroid wäre ein Punkt, der dagegen spricht. Und wir haben die Patientin mit 40 Milligramm Methylprednisolon behandelt mit einem Ausschleichschema über die ersten drei oder Reduktionsschema über die ersten 3 bis 4 Monate und einem kompletten Ausschleichen bis zum Ende des ersten Jahres. Und Sie sehen, dass sich das Kreatinin, das initial bestand von etwa 2,5 Milligramm pro Deziliter unter 40 Milligramm Steroid, eigentlich innerhalb von gut 6 bis 10 Wochen die Nierenfunktion komplett normalisiert hat, die geringgradige Proteinurie letztlich verschwunden ist und der Patientin es bis jetzt sehr, sehr gut geht. Wir haben den Fall deswegen gewählt, weil auch die Rheumatologen bei uns immer mehr Fälle IgG4-assoziiert sehen, wahrscheinlich weil das Bewusstsein mittlerweile dafür da ist und viele Erkrankungen, wie zum Beispiel die Autoimmunpankreatitis, das Mikulicz-Syndrom, also Dinge, die früher als eigenständige Erkrankungen gelaufen sind, jetzt unter den IgG4-assoziierten Erkrankungen subsumiert werden. IgG4-assoziierte Erkrankungen, wir haben das zum Teil schon gehört, sind eben fibrosierende entzündliche Systemerkrankungen, die, und das ist das Spannende, nahezu jedes Organsystem betreffen können. Die typischen Krankheitsmanifestationen haben wir gerade schon im ersten Dia vorher gesehen. Die interstitielle Nephritis tatsächlich zählt eigentlich nicht zu den typischen Krankheitsmanifestationen, weil sie eher selten ist. All diese Manifestationen können isoliert auftreten mit sehr unscheinbaren Krankheitsbildern. Sie können aber auch kombiniert mit sehr schweren Krankheitsbildern, die einer zum Beispiel auch Lupuserkrankung manchmal nicht unähnlich sind, auftreten. Wir haben also auch andere Fälle bei uns in der Ambulanz mit schweren Lymphadenopathien, mit dialysepflichtigem akuten Nierenversagen, mit mehrfach immunsuppressiver Therapie, unter anderem Rituximab, Azathioprin, also das Spektrum ist sehr, sehr vielfältig. Es sollten immer maligne oder entzündliche Begleiterkrankungen abgeklärt werden, weil die überproportional häufig auftreten. Wir haben ein klinisches Bild, wie gesagt, Lunge, Aorta, Schilddrüse. Sie kennen vielleicht zum Beispiel die früher so betitelte Riedelthyreoiditis, ist eigentlich nichts anderes als eine IgG4-assoziierte Erkrankung der Schilddrüse. Wir haben gesagt, die Nierenbeteiligung ist eher selten. Wir haben gesehen, was man histopathologisch findet. Häufig ist tatsächlich bei anderen IgG4-assoziierten Erkrankungen die renale Beteiligung initial mal asymptomatisch und relativ unspektakulär. Und das kann vielleicht der Pathologe noch ein bisschen besser einordnen. Es ist immer wieder auch die Diskussion, es gibt offensichtlich gehäuft Fälle von membranösen Glomerulonephritiden im Zusammenhang mit IgG4-assoziierten Erkrankungen. Willst du da noch was zu sagen? Also ich habe ungefähr zwischen 20 und 30 IgG4-assoziierte interstitielle Nephritiden in den letzten 15, 18 Jahren gesehen. Die Erkrankung wurde ja 2003 zum ersten Mal beschrieben. Gut, damals waren die Kriterien noch etwas anders. Wir haben sie nur diagnostiziert, wenn pro High Power Field 50 oder mehr Plasmazellen, das waren so die alten Kriterien, vorhanden waren. Dann hat man erkannt, dann waren das Fälle.
der eine Fall, der nicht aus der Literatur, sondern aus meiner Sammlung stammte, die als Tumor diagnostiziert worden sind, wo eine Tumorextirpation oder sogar Nephrektomie durchgeführt worden ist. Und dann tat man sich schwer, ist das ein Lymphom, ist das ein Sarkom, ist das ein inflammatorischer Pseudotumor? Und das sind noch die häufigen Fehldiagnosen, beziehungsweise, ja, nicht Fehldiagnosen, aber irritierende Diagnosen, die auch heute noch bei diesen Erkrankungen gemacht werden. Und inzwischen ist ja das Spektrum, wie Sie gesagt haben, der IgG4-assoziierten Erkrankungen sehr viel größer geworden. Und große Probleme ist es auch nach wie vor zum Beispiel beim inflammatorischen Aortenaneurysma, ja, bei den anderen Gefäßprozessen. Darf ich gerade noch eine Frage nachschieben? Du hast ja schon im Dia gezeigt, die interstitielle, also wir haben ja eine tubulointerstitielle Nephritis gesehen, also es war ja histologisch sehr schön rausgearbeitet und diese Plasmazellinfiltration, die man ja dann auch immunhistochemisch sehr schön nachweisen konnte. Ist das dann sozusagen sekundär auf die Plasmazellinfiltration, diese interstitielle Nephritis, oder sind das zwei parallel laufende Krankheitsprozesse? Kriegt man das unter einen Hut? Also es ist auf jeden Fall ein autoimmuner Prozess, ja, der offenkundig mit der IgG4-Überproduktion zusammenhängt. Mhm. Was die Assoziation mit den membranösen angeht, das geht primär auf eine Publikation, glaube ich, in den Union Journal zurück. Ich habe das nie gesehen. Also in allen Fällen, die ich gesehen habe, hatten wir nie eine assoziierte Glomerulonephritis. Man sieht gelegentlich ein bisschen IgG entlang tubulärer Basalmembran, ja, insbesondere wenn man natives Nierenparenchym untersucht. Aber eine assoziierte Membranöse habe ich nie gesehen, obwohl auch die natürlich charakterisiert ist, überwiegend durch IgG2 und IgG4 Immunglobulinablagerung. Vielleicht eine kurze Ergänzung noch zu dem, was Sie gesagt haben mit dem vermeintlichen Tumorverdacht. Haben wir ganz aktuell einen relativ spannenden Fall, der auch in diese Richtung geht. Eine Patientin mit der langjährigen Lupusnephritis, schon fortgeschrittene Niereninsuffizienz und einem nach klassischen Klassifikationskriterien hochverdächtigen Bosniak 2F bis 3 Zyste, die letztlich aufgrund einer Größenzunahme und auch bildgebenden Entwicklung nephrektomiert worden ist und einen IgG4-assoziierten Pseudotumor letztlich hatte. Also das geht so ein bisschen in diese Richtung. Nochmal zu der, also die Antwort hat mir jetzt nicht gereicht, mit der tubulointerstitiellen Nephritis, würde die so ein bisschen auch diesen fluktuierenden Nierenfunktionswert erklären, weil Jörg hat es ja gezeigt, also das Kreatinin war ja schlechter, dann wurde es spontan wieder besser, dann wurde es wieder schlechter, also im Hausärztlicherseits, dann war es 2,7, 2,8, davor sogar mal 6, also ohne dass man das mit zum Beispiel nicht für dann Antirheumatika erklären kann. Also irgendwas muss ja da passiert sein, warum die Nierenfunktion so fluktuiert hat. Also auch mal wieder besser wurde, ohne dass eine therapeutische Intervention, zumindest konnten wir keine erkennen, erfolgte. Also es spielt hier sicherlich auch eine zellvermittelte Immunreaktion eine Rolle, denn Herr Schwab hat ja gezeigt, dass wir aktive tubulitische Läsionen haben, wie wir es zum Beispiel auch bei medikamentenassoziierten interstitiellen Nephritiden haben. Ja. Nur dort findet man mal hier und da eine IgG4-positive Plasmazelle, nicht aber diese Cluster von IgG4-positiven Plasmazellen, die man wie auch bei dieser Patientin nachweisen kann, das ist alleine noch kein Beweis dafür, dass es eine IgG4-assoziierte Erkrankung ist. Aber es ist zumindest suggestiv und man sollte danach forschen. Ich würde vielleicht zu dem Thema nochmal das nächste Dia gern zeigen. Vielleicht eine Frage noch ganz kurz aus dem Chat. Aortitis, hatten wir da Hinweise drauf? Anamnestisch? Eigentlich nein. Es gibt vom externen stationären Aufenthalt ein MRT-Abdomen, CT-Thorax, wo kein Hinweis auf irgendwelche Gefäße. Aber es wurde auch nicht danach gefragt. Aber es wurde ehrlicherweise auch nicht. Man könnte das jetzt nochmal nachbefunden lassen, genau, mit der Frage, wenn nicht man jetzt komplett, das Wissen hat. Direkt, ja, untersucht, ja. Okay. Also wir wissen es nicht definitiv, um an die fragende Kollegin das rückzuspiegeln, aber wir haben Bildmaterial, wo man das nochmal spezifisch, soweit das Material das hergibt, nachgucken kann. Gut, Jörg, bitte.
Nochmal zu dem Thema, ist es jetzt wirklich bei der Patientin laut Kriterien eine IgG4-assoziierte Erkrankung? Und da muss man tatsächlich mit einem Jein antworten. Die EULA-Kriterien oder ACR-Kriterien sind relativ komplex mit einem Scoring-Punktesystem, bei dem man eigentlich für die Diagnose IgG4-assoziierte Erkrankungen mehr als kleiner gleich 20 Punkte erreichen sollte. Und wenn wir die typischen Kriterien nehmen, wie das lymphozytäre Infiltrat, die IgG4-Immunglobulin-Ratio und das Serum-IgG4-Spiegel, dann kommen wir bestenfalls auf 17 Punkte. Also sind sozusagen die 20 Punkte im eigentlichen Sinne nicht erfüllt. Und da ist die Klassifikation natürlich auch ein bisschen im Schwimmen, weil diese rein interstitiellen Nephritiden ohne sonstiges großes klinisches Bild nur sehr schwer auf die 20 Punkte kommen. Der IgG4-Spiegel alleine, das ist vielleicht noch abschließend Thema, ist auch sehr variabel. In den meisten, aber tatsächlich nicht in allen Fällen, bei denen sich histologisch dann ein Bild findet, finden sich erhöhte IgG4-Spiegel im Serum. Der Grad der Erhöhung ist sehr variabel, von leicht ausgeprägt bis zum 40-fachen des Normwertes. Aber eine IgG4 kann auch bei einem Vorliegen einer klassischen Vollbild einer IgG4-assoziierten Erkrankung normal sein. Und umgekehrt gibt es Erkrankungen, die wiederum mit IgG4-Erhöhung einhergehen. Das sind vor allem Karzinome und Kollagenosen. Also sehr schwierig zu werten. Allerdings, so wie wir es in unserem Bild gesehen haben, korreliert der Verlauf oft ganz gut. Das heißt, die IgG4-Konzentration fällt häufig zu Beginn einer immunsuppressiven Therapie sehr rasch ab. Und wer beim ersten Dia sozusagen zum klinischen Verlauf aufgepasst hat, wird gesehen haben, dass der IgG4-Spiegel sich zwar dem Normbereich angenähert hat, aber es nie ganz normal geworden ist. Das heißt, es ist sicher eine Patientin, die man auch laut der aktuellen Literatur dann weiter verfolgen muss, aber der klinische Verlauf ist bislang sehr blande. Und abschließend noch zur Therapie gibt es sehr wenig oder eigentlich so gut wie keine kontrollierten Studien, nur kleinere Fallserien. Die IgG4-assoziierten Erkrankungen sprechen gut auf Glucocorticosteroide ab. Manchmal kann bei leichtem Verlauf durchaus auch Watch and Wait in Betracht gezogen werden. Die initiale Dosis Prednison liegt eben meistens in der Größenordnung 40 Milligramm. Und klassische Empfehlungen gibt es nicht, aber in einigen Empfehlungen wird eben ein Ausschleichen der Glucocorticoide über 6 bis 12 Monate nach empfohlen. Und für sehr schwere Verlaufsfälle, schwere Lymphadenopathie, schwere Organbeteiligung, die nicht ausreichend auf Steroide anspricht, ist die Wirksamkeit von Rituximab in Einzelfällen nachgewiesen und auch von anderen klassischen rheumatologischen Medikamenten wie Azathioprin, Methotrexat oder Mycophenolat. Ich hätte noch eine Frage. Watch and wait, ich meine, wenn man jetzt diesen Fall anguckt, mit der Niereninsuffizienz, was ist denn dann ein leichter Fall, den man wahrscheinlich das ist nicht definiert. Also wahrscheinlich, das würden wir doch therapieren. Also wir würden es ja schon allein aus den Erfahrungen generell mit der interstitiellen Nephritis in so einem Fall, der nicht besser wird, therapiert lassen. Es gibt aber jede Menge andere leichtere Organbeteiligungen, die IgG4 assoziiert sind. Andere Organe, Auge zum Beispiel oder ähnliche Dinge, wo jetzt sozusagen der Befund benigne genug ist, in Anführungsstrichen, um erstmal zuzuwarten. Ich habe nur eine Frage. Ich habe einen Patienten, der auch eine IgG4-assoziierte Erkrankung hat. Das haben wir im Resektat der Niere. Das war eine Sarkom-OP, wo man die Niere mit entfernen musste. Da war dann IgG4 drin, weil er bei Einzelniere wesentlich mehr Niereninsuffizienz hatte, als erwartet hat. Auf Steroide gut angesprochen, war übrigens auch mit Proteinurie bei fast 3 Gramm, also nicht niedrig, sondern hoch mit der Proteinurie, und hat jetzt ein Rezidiv und wurde auswärts auch dann mitgesehen. Wird man da zum Beispiel Steroide probieren oder doch gleich Rituximab geben? Die Frage ist, ob sozusagen die IgG4-Erkrankung per se, die er aktuell hat oder hatte, überhaupt behandlungsbedürftig war, wenn er einen Tumor hat, weil die Kriterien... Also das haben wir geklärt, ja. Das wurde behandelt und die Nierenfunktion hat sich deutlich gebessert. Mhm. Also der war bei einer Einzelniere nicht normal mit der GFR, aber wesentlich verbessert. Und jetzt, das ist also ein, zwei Jahre später, kommt die Proteinurie wieder und die Nierenfunktion wird schlechter.
Eigentlich würde man sich wünschen, dass er rebiopsiert wird, was aber natürlich in dem Fall also schwierig die Biopsie, ist. Die Diagnose haben wir auch aus der entfernten Niere gestellt, weil wir nicht biopsieren wollten. Mhm. Da haben wir ja genügend Nierenmaterial zur Verfügung gehabt. Ihr habt ja die Diagnose gestellt. Die Argumente pro oder contra sind Steroid sind, glaube ich, schwierig. Also würdest du nochmal Steroid probieren oder gleich? Man könnte argumentieren, man macht einen Steroidversuch, da 40 Milligramm in aller Regel ausreichend sind und klinisch, denke ich, gut vertretbar wäre. Okay. Belegbar mit Literatur ist aber so eine Entscheidung nicht. Wobei resistenten Fällen dann. Okay, gut. Wir sind mit der Zeit schon fortgeschritten. Gibt es noch Fragen? Gibt es aus dem Chat Kommentare? Gibt es von euch noch Ergänzungen? Nicht mehr, dann vielen herzlichen Dank. Dank auch an Sie, die sehr zahlreich an der Biopsie-Konferenz teilgenommen haben mit den CME-Punkten. Haben wir diesmal besser hingekriegt, das ist alles geregelt. Sie schicken dann wieder Ihre E-Mail an uns und bekommen dann von uns das Zertifikat. Ansonsten freuen wir uns, dass wir Sie zur nächsten Biopsie-Konferenz, der fünften Biopsie-Konferenz, dann jetzt schon herzlich einladen dürfen. Der Termin wird bekannt gegeben, rechtzeitig über unsere Webseite und über den E-Mail-Verteiler. Voraussichtlich circa in 2 bis 2,5 Monaten, auf jeden Fall noch vor den großen Ferien, würde ich sagen, aber nach Pfingsten voraussichtlich. Wir dürfen auch jetzt schon darauf hinweisen, dass wir mit unseren Kollegen aus Albanien und im Kosovo in ähnlichem Format am 3. Mai eine Biopsiekonferenz veranstalten werden. Wir waren früher schon öfter zu Fortbildungen dort, Jörg Beimler und ich mit anderen Kollegen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen aufgrund der Pandemiesituation. Wir haben uns entschlossen, auch aufgrund von Ressourcen und so weiter, das Ganze, weil wir auch mehr Leute, glaube ich, erreichen können, das Ganze mit einer Biopsiekonferenz online anzubieten. Wenn Sie sich da zuschalten möchten, sehr gerne. Wird natürlich in Englisch stattfinden, das dürfte aber sicher für niemand ein Problem sein. Auch dazu sind Sie ganz herzlich eingeladen. Auch hier wieder interessante Fälle und vielleicht kommt man doch mit dem einen oder anderen Kollegen in Albanien und im Kosovo dadurch in Kontakt. Und wir können uns vorstellen, dass wir hier auch sehr viele Kollegen in diesen Gebieten eben erreichen und auch fortbilden können. Es war immer sehr schön, dort unterwegs zu sein. Jörg, du wirst es sicher bestätigen. Wir haben da viel erlebt. Und wir waren vor 2 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahre ist schon her, waren wir dort. Leider aufgrund der Pandemiesituation nicht mehr möglich. Also wenn Sie wünschen, am 3.5. um 16 Uhr, wir verschicken Ihnen gerne den Link. Der ist auch wieder auf der Website hinterlegt oder wir können Ihnen per E-Mail verschicken, das weiß ich jetzt nicht so genau. Wie läuft's? Newsletter, genau. Also Sie werden darüber informiert. Ansonsten nochmal herzlichen Dank für die Teilnahme und wir hoffen, dass wir Sie gut unterhalten und weitergebildet haben. Wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute und bleiben Sie natürlich gesund. Einen Moment noch, da war noch eine Frage im Chat. Ah, okay, dann bitte. Ja, also ich wiederhole die Frage einfach nochmal. Wurde die Präsentation aufgezeichnet? Ja, sie wurde aufgezeichnet. Man kann sie dann auch sich angucken, aber sie ist passwortgeschützt, richtig? Oder ist sie frei zugänglich? Die ist frei zugänglich, okay. Gut, damit haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet, was abzuarbeiten war. Heute nochmals von uns allen beste Grüße und vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.